Coach Steph. Heute habe ich für euch einen Trainingsplan für Anfänger im Fitnessstudio. Idealerweise, wenn ihr 3 bis 4 Mal in der Woche gehen wollt. Ich erkläre euch, welche Übungen sollt ihr machen, welche Technik, wie viele Sätze, wie viele Wiederholungen. Also all das, falls ihr jetzt frisch im Fitnessstudio seid, damit ihr wisst, wie ihr anfangen könnt. Der Trainingsplan besteht aus 2 verschiedenen Trainingstagen. Und das ist einmal der Oberkörper und einmal der Unterkörper. Und die wechseln wir einfach ab. Immer in dem Rhythmus. Oberkörper, Unterkörper, Oberkörper, Unterkörper. Und dann könnt ihr frei entscheiden, gehe ich 3-mal die Woche oder 4-mal die Woche. Kann ja sein, ihr geht Oberkörper, Unterkörper, Oberkörper 3-mal. Dann beginnt die nächste Woche einfach mit Unterkörper, Oberkörper, Unterkörper. Oder ihr geht eben 4-mal, Oka, 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 Oka. Es ist wichtig, dass ihr eben diese Reihenfolge einhaltet. Euer Körper kennt ja keine Wochentage. Er kennt nur die Regenerationszeit zwischen den Einheiten. Von daher seid ihr damit recht flexibel. Wir starten mit einem lockeren Warm-up. Also einfach auf dem Laufband, Crosstrainer, Fahrrad, damit der Puls ein bisschen hochgeht, wir ein bisschen ins Schwitzen kommen. Gefolgt von einem dynamischen Stretching. Also Oberkörper kreisen, Arme kreisen, ein bisschen die Beine durchbewegen, damit ihr eben optimal für euer Training vorbereitet seid. Schaut, dass das Warm-up nicht länger als 10 Minuten geht. Wir starten den Oberkörpertag mit dem Latzug für den oberen Rücken, für den Latissimus, für den Bizeps. Ihr setzt euch dazu hin, greift etwas breiter als schulterbreit und zieht die Stange bis zum Brustbein, also nah an der Nase vorbei. Dabei seid ihr leicht zurückgelehnt und habt die Ellenbogen ein bisschen nach vorne. Ihr macht davon bitte 10 bis 15 Wiederholungen und wählt das Gewicht so, dass ihr eben gerade so diese 10 bis 15 hinbekommt. Nicht arg viel mehr und nicht arg viel weniger. Davon macht ihr dann 3 Sätze mit einer Satzpause zwischen 90 Sekunden und 2 Minuten. Irgendwas in dem Dreh. Danach gehen wir weiter zur Brustpresse. Für die Brust, für die Schulter, für den Trizeps. Setzen uns hin und wählen den Griff so, dass der Ellenbogen in so einem 45-Grad-Winkel zum Oberkörper zeigt. Gehen weit zurück, strecken die Brust raus und drücken dann das Gewicht nach vorne. Auch hier machen wir 10 bis 15 Wiederholungen. Gewicht entsprechend wählen. Machen 3 Sätze, wie gehabt, mit 90 Sekunden bis 2 Minuten Satzpause. Übung Nummer 3 ist der Ruderzug. Hier haben wir auch wieder den oberen Rücken drin, die hintere Schulter. Wir haben den Nacken drin, auch wieder den Bizeps, weil wir den Arm beugen. Und setzen uns einfach an das Gerät, ziehen ran, gucken auch hier, dass der Winkel so ungefähr 45 Grad zum Oberkörper ist. Und auch hier wieder ganz klassisch 3 Sätze, 10 bis 15 Wiederholungen mit einer Satzpause von 90 Sekunden bis 2 Minuten. Übung Nummer 4 ist das Seitheben für die seitliche Schulter. Hier geht ihr zu den Kurzhanteln, nehmt ihm beide Hände und führt die seitlich hoch. Guckt dabei, dass ihr sie so leicht nach vorne führt, ja, nicht ganz neben den Körper, keine 90 Grad, sondern so leicht nach vorne geneigt. Und macht dann auch hier eure 10 bis 15 Wiederholungen, entsprechend das Gewicht wählen, 3 Sätze, Satzpause, 90 Sekunden bis 2 Minuten. Wir schließen den Oberkörpertag mit dem unteren Rücken ab. Die 5. Übung sind die Hyperextensions. Hier gehen wir an eine Bank, lassen uns nach vorne runter, rollen uns ein und rollen uns auch dann wieder auf. Und wir trainieren damit den Rückenstrecker, den unteren Rücken und machen hier auch so zwischen 10 und 15 Wiederholungen. Ihr könnt vielleicht ein Gewicht in die Hand nehmen, das ein bisschen schwieriger wird, wenn ihr ein bisschen mehr Kraft habt. Falls nicht, auch in Ordnung, 3 Sätze, 90 Sekunden Satzpause, auf geht's. Das war jetzt der Oberkörpertag und ich weiß, viele fragen sich, wo war jetzt der Bizeps, wo war jetzt der Trizeps? Aber darum geht's beim Anfängen noch gar nicht. Man soll erstmal die Bewegung lernen, drücken, ziehen, ein Gefühl für den Körper bekommen. Und man hat auch hier bei allen Zugbewegungen den Bizeps schon drin und bei allen Drückbewegungen den Trizeps auch drin. Es ist nicht, dass sie nicht trainiert werden, nur man hat noch nicht jeden Muskel isoliert mit einer extra Übung drin. Das macht man erst, wenn man ein bisschen fortgeschrittener ist, mehr Trainingsvolumen reinlegt, dann nimmt man auch die einzelnen kleinen Muskeln zusätzlich mit rein. Und auch die Reihenfolge ist wichtig, ist eine häufige Frage. Wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Seitheben anfängst und deine Schultern sind schon müde, kannst du vielleicht bei der Brustpresse nicht mehr drücken, ja, dann ist das dann der limitierende Faktor. Von daher guck bitte, dass ihr auch die Reihenfolge einhaltet. Wir machen jetzt weiter mit dem Beintag, also mit dem 2. Tag. Warm-up ist natürlich gleich. Die Beinpresse ist hier unsere 1. Übung und wir haben hier unsere komplette Beinmuskulatur drin. Fokus auf der Oberschenkelvorderseite und so ein bisschen den Hintern. Wir platzieren die Füße auf dem Brett etwas weiter oben und ungefähr schulterbreit mit den Füßen leicht nach außen gedreht. Lassen dann den Schlitten runter. Währenddessen drehen wir die Knie so minimal nach außen und gehen wirklich nur so weit runter, dass der untere Rücken auf der Bank bleibt und drücken dann wieder hoch. Machen hier 10 bis 15 Wiederholungen und wählen auch hier wieder so viel Gewicht, dass wir eben gerade so viele Wiederholungen schaffen. Nicht arg viel mehr, nicht arg viel weniger. Machen davon 3 Sätze mit einer Satzpause von 90 Sekunden bis 2 Minuten. Übung Nummer 2 ist der Beinstrecker mit dem Fokus auf dem Quadrizeps, also die Oberschenkelvorderseite. Wir platzieren das Polster oberhalb des Sprunggelenks und drücken dann einfach das Bein hoch und lassen es langsam kontrolliert ab. Auch hier wieder 10 bis 15 Wiederholungen. Guckt dabei, dass euer Hintern auf dem Sitz bleibt, euer unterer Rücken sich nicht von der Bank wegbewegt und wählt auch hier wieder Gewicht, dass ihr eben die 10 bis 15 Wiederholungen hinbekommt. 3 Sätze, 2 Minuten Satzpause. Übung Nummer 3 ist der Beinbeuger für die Oberschenkelrückseite. Und das Gerät gibt es entweder im Sitzen oder im Liegen, je nachdem, was ihr habt. Wählt eins der beiden und nehmt die Rolle auf die Achillessehne und beugt euer Bein. Auch hier kontrolliert ablassen, 10 bis 15 Wiederholungen und guckt dabei, dass ihr natürlich auch hier keine Ausweichbewegungen macht, vom Polster weggeht, sondern wirklich nur mit der Oberschenkelrückseite arbeitet. 10 bis 15 Reps, Gewicht entsprechend wählen und auch hier wieder 3 Sätze, 90 Sekunden bis 2 Minuten Satzpause. Übung Nummer 4 für die Waden, das sogenannte Wadenheben. Und das gibt es auch entweder im Sitzen oder im Stehen. Und ihr nehmt hier
die Ballen auf die Erhöhung und lasst euch mit der Ferse eben komplett runter, damit ihr so einen schönen Stretch in der Wade spürt und drückt euch dann maximal nach oben. Ja? Also wirklich anspannen, hochdrücken und dann eben wieder langsam in die Exzentrik rein. Auch hier 10 bis 15 Wiederholungen, Gewicht entsprechend wählen, 3 Sätze, 2 Minuten Satzpause. Die letzte Übung ist dann nochmal für den Bauch und zwar das Beine heben. Wir hängen uns hier in die Vorrichtung rein und ziehen einfach die Knie zum Oberkörper. Gucken dabei daran, dass wir auch den Rumpf eindrehen, also dass wir den Bauch so richtig rund machen, damit die Bauchmuskeln sich auch anspannen und lasst uns dann wieder runter. Und hier machen wir ausnahmsweise mal so viele wie gehen. Egal ob 5 sind oder 8 Wiederholungen oder 15, guckt, dass ihr wirklich bis ans Maximum geht, dann merkt ihr auch den Bauch. Und davon 3 Sätze mit einer Satzpause von 2 Minuten. Das waren jetzt die beiden Trainingstage. Oberkörper, Unterkörper, einfach im Wechsel 3-4 Mal die Woche. Und es kann natürlich sein, dass ihr ein bisschen mehr Zeit habt, dann werft noch irgendwie Bizeps Curls rein oder die eine Übung liegt euch nicht, ihr habt vielleicht nicht das Gerät im Fitnessstudio. Könnt ihr natürlich auch euren Trainer dort nach Ersatz fragen oder euch selber hier auf YouTube was zusammen googeln. Ja, ist jetzt immer nur ein Vorschlag, mit dem ihr mal anfangen könnt und dann könnt ihr sehen, macht es euch Spaß, habt ihr Fortschritte oder wechselt ihr euren Plan. Und falls ihr ein komplettes Trainingsprogramm sucht, für zu Hause oder fürs Fitnessstudio, auf verschiedenen Leveln für Anfänger und Fortgeschrittene, 2, 3, 4, 5, 6 Mal die Woche inklusive Ernährung, Abnehmen, Zunehmen, dann holt euch meine Hybrid-Trainings-App. Dort haben wir nämlich all das drin mit jeder möglichen Alternative für euer Training. Ich packe euch den Link unten in die Infobox. Jetzt wisst ihr Bescheid, geht ins Fitnessstudio, testet das Ganze und gebt mir gerne Feedback unten in die Kommentare. Und falls ihr kein Fitnessvideo verpassen wollt, abonniert den Kanal Coach Steph. Wir sehen uns bis dann. Peace.